Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Zoo hier beim Metal. Also ja, die letzte Folge ist leider ein bisschen verspätet gekommen. Tut mir leid an dieser Stelle. Die Rappen, die Lopen ziehen ein und wir bauen das Gehege weiter und es wird irgendwie größer und größer und größer und größer. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der neuen Folge Planet Zoo. Euer Metalizer. Woo. Ich wollte jetzt eigentlich sollte der... Ich muss erstmal, wenn ich den erstmal platziere und dann nochmal bearbeite. Nee, das geht nicht, ne? Shit. Ah, bewegen. Das ist manchmal echt ein bisschen frickelig, das Ganze. Gut, aber warum baue ich auch direkt hier irgendwie... Das ist halt auch die eine schlechte Idee. Weil wir können das ganze Gebäude nämlich auch einfach... hier markieren und das mal ein bisschen rüber bewegen hier. Dann stellen wir das Ganze einfach mal hier hin. Gucken. So. Und dann packen wir nochmal eine Wand dazu. Also die hier kopieren wir uns einfach nochmal. Ist die auf 4 Meter eingestellt? Ja, was der Größe. Die bauen wir auf 2 Meter. Dann packen wir es hier hin. Und nehmen jetzt uns nochmal das Asphaltdach hier. Machen das so. Und jetzt können wir nämlich auf der Rückseite nämlich ganz einfach. Nehmen uns eine Wand. Hier so eine Holzplankenwand hier. Und packen die erstmal so hier hin. Eine Dach dahin. Und eine so. Und dann hoffen wir einfach mal, dass sie jetzt Gehege 66%. Das wird wenig. Also, das muss mir mal einer erklären. Warum die jetzt hier. Also, das ist doch ein stabiler Rückzugsort. 72%. Okay, es ist mehr geworden. Vielleicht ist es an den Felsen, die noch drin liegen. Aber die mal rausnehmen hier. Nein. Und dann nehmen wir hier die Kletterfelsen auch nochmal raus. Die hier nochmal weg. Und die hier unten auch. Wenn es so einfach wäre. Ach gut, wir können von der Seite einfach das Ganze machen. Der hätte noch gleich mal drauf kommen können. Ach komm schon. Gut, dann machen wir es halt einzeln. Manchmal muss man ein wenig improvisieren, um das Ganze zu erreichen, was man hier machen möchte. Und dann nehmen wir erstmal die Felsen hier weg. Die Felsen hier auch nochmal. Gut. Ich meine, es sieht jetzt nicht schön aus, ne? Es sieht gerade noch nicht schön aus. Und... es reicht ihnen halt noch nicht. Es reicht ihnen halt leider noch nicht. Dementsprechend, wir kopieren das hier einfach nochmal. Und packen das jetzt hier nochmal mit dazu. Gehege.
Gut, was sagt ihr jetzt, Jungs und Mädels? 94%. Stabile Rückzugsort 72. Hm. Gut. Da machen wir dann noch ein bisschen weiter und schauen uns das dann nochmal an. Erstmal forschen wir jetzt bei den Reppenantilopen ein bisschen weiter. Okay. Okay. Warum stehst du da oben drauf? Ich bin mir nicht sicher, ob das so in Ordnung ist, was du da machst. Ich bin mir nicht sicher, ob Reppenantilopen eigentlich Klettertiere sind. Das können wir eben in Zoopedia nachgucken, weil das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig. Südostenafrika, lange Körner und so weiter und so weiter und so weiter. Männliche Tiere sind größer als die Weibchen, okay. Außerdem haben sie eine dunklere Färbung. Ja, das ist nicht gefährdet, überall Verbreitungsgebiet und so weiter und so weiter. Schrumpft auch ihr Lebensraum, Ausbreitung des Menschen. Werden der Hörner gejagt, anfällig für Krankheiten, die durch CZ-Fliegen übertragen werden. Gut, hier steht aber erstmal nichts von Klettern. Mindestens 1,25 Meter hoch, okay. Oder mal den Zaun ein bisschen runterziehen. Soziales Herdentier. Alles klar. Fortpflanzung? Nee. Also, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht könnt ihr in die Kommentare reinschreiben, ob das so richtig ist. Gäste können Gehege betreten? Nein, okay. Wir gucken mal, dass wir mal Tiere finden, wo die Gäste das Gehege betreten können. Das wäre natürlich auch mega gut. Moment. Hatten wir schon? Hatten wir vier? Hatten wir, ne? Ja, ich glaube schon. Ach, nein, der ist zu alt. Mann, den hatten wir doch neu gekauft. Hat er sich nochmal irgendwie fortgepflanzt? Ist hier eine schwanger? Nein, wir brauchen ein neues Männchen. Verdammt. Der ist nämlich schon drüber. Hab ich nicht drauf geachtet gehabt. Mist. Gut. Also, was haben wir gesagt? 1,25 Meter in der Höhe. Das heißt, wir markieren hier mal die Glasflächen und setzen die jetzt mal runter auf 1,34 Meter. So, jetzt sollten die Gäste auch ein bisschen besseren Blick haben auf die Tiere. Aha, no, haha. Ja, das sieht gut aus. Wobei, die Kamera hängt hier vielleicht ein bisschen an der falschen Stelle. Ich würde sagen, die packen wir mal hier mit hin. So. Ah, wir haben schon hier V-Nachwuchs. Das ist natürlich auch wieder mega gut. Drehen wir mal die Kamera an sich so ein bisschen. Das sieht doch gut aus. Und die Sicherheitskamera funktioniert hier immer noch. Tozi. Leider unter niedrigem... Aber der ist ausgewachsen. Warum? Sozialverhalten, Stress. Er hat Stress. Dann zieh dich doch zurück, Junge. Leg dich ein bisschen hin, schlaf ein bisschen. Ja. Da stört dich auch keiner. Warum hat der denn gerade so viel Stress gehabt? Naja. So, guck mal. Oh nein. Oh Gott. Shit. Was ist denn hier passiert, ey? Reppenantilope, wir haben was freigeschaltet. Vielleicht soll ich das Faungehege einfach ignorieren? Ich bin mir nicht sicher. Das ist halt abnormal. Viel zu viele Tiere hier. Das ist zu viel, ey. Das ist echt zu viel. Muss welche auf Pille sitzen. Ein Tier steht dem Tode nahe. Ja, Jungtier. Ah, wir können aber mal gucken, ob jetzt hier die Gäste das Gehege betreten können. Und zwar zu Pedia. Gäste können Gehege betreten. Ja, das heißt, wir lassen jetzt hier mal ein paar Gäste rein, würde ich sagen. Ich würde sagen, hier wäre ein ganz cooler Eingang. Ich habe bisher immer nur so. Die Mülleimer sind auch ganz schön voll, sehe ich gerade hier, ne? Das sollten wir den mal so entfernen und entfernen. Und dann gehen wir hier bei Barrieren rein und sagen hier Gästetor. Und ich mache das so, zack. Was? So, jetzt. Und dann können die Gäste jetzt hier rein.
in das Gehege, wenn sie Lust haben. Vielleicht räumen die auch ein bisschen mit auf oder so. Aber wir müssen halt irgendwie ein paar Tiere loswerden. Deswegen gucken wir mal. Der V hier ist Bronze. Der wird erstmal auf die Pille gesetzt. So, hier sitzen auch noch drei Damen. Der ist Gold, den lassen wir. Pille. Auch Pille. Der hier kommt weg. So, was haben wir hier noch? Ja, nicht so schnell. Der kriegt schon die Pille, alles klar. Das Männchen hier. Wie viele Männchen haben wir da überhaupt im Gehege? Moment. Faunland. Bam, 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 bam. Die sind alle noch klein, die sind alle auch noch klein. Hier ist noch ein Männchen. Der ist halt Gold, ne? Der ist eigentlich schon gut. Ja, der darf sich gerne vermehren. Dann fliegt der, glaube ich, raus. Ja, der fliegt raus. Zack. So, erstmal raus aus dem Gehege. Den können wir auch mal wegpacken. Wir müssen ein bisschen radikal jetzt hier sein bei den Frauen. 14,2 auch weg. Gut. Ich glaube, sonst passt das. Achso, Moment, müssen wir jetzt hier noch einen Weg eigentlich bauen? Können wir mal so einen natürlichen Pfad bauen? Also hier natürliche Wege. Durchgehender Begrenzung, unterbrochener Begrenzung. Den machen wir mal nur einen Meter lang und dann gucken wir erstmal. Wie wir so ein bisschen durchlaufen können vielleicht. Also ich meine, jetzt können die Gäste da mal theoretisch mal reingehen. Los, 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 komm, geht ins Faungehege. Ja, ja, ja. Warum wollen die es nicht? Na kommt. Geht da rein. Ja. Doch nicht? Ey, wenn die den Ausblick auf die Tiere nicht mögen, dann sollen die mal hier reingehen einfach. Also ich verstehe die Leute hier nicht. Komm, ihr beide wollt aber rein, oder? Na kommt, ihr geht rein, oder? Ihr beiden. Ja, nice. Wieso drehen die jetzt hier alle um? Vielleicht. Hä? I'm too hot, ja. das sage ich auch, wenn ich in den Spiegel gucke. Ja, Scherz. Die Tickets sind ziemlich günstig. Das heißt, wir können die Tickets mal ein bisschen anheben. Machen wir auf 9 und 8. Ich frage mich halt wirklich, warum die Leute hier nicht reingehen, ne? Oh, der ist verletzt hier, der Kleine. Und mein Tierarzt. So, Rappmantilope ist trächtig. Ach doch, nochmal eine gekriegt. Glück gehabt. Ah, ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Bin mir sicher. Auf. Oh, okay, ich glaube. Ja, nee. Aber die hat Bock. Die kriegt auf jeden Fall Nachwuchs, sehr schön. Da hat sich der Kauf von unserem Bock hier doch nochmal gelohnt. Wir müssen natürlich noch weiter forschen. Gucken, was die Technikforschung macht. Wir waren noch beide die Gehege zu erforschen. Ja, das geht jetzt gerade wieder nicht. Super. Ja, manchmal ist das leider ein bisschen verbuggt noch. Dann wäre nicht so, wie wir das ganz gerne wollen. Gut, aber zumindest die Antilopen kriegen Nachwuchs. Sehr schön, sehr schön. Auch das klappt schon mal. Haben die hier überhaupt jemanden, der sie pflegt? Das wäre auch nochmal ganz gut zu wissen. Weil die haben nämlich gerade hier kein Futter, sehe ich gerade. Wobei, da kommt, glaube ich, jemand. Ich glaube, der hat Futter dabei. Ja, sieht gut aus. Sie hat Futter dabei für die Reppen-Antilopen. Wird das jetzt gleich nochmal im Gehege hier verteilen. Fütterungszeit.
Nom nom. Nom nom. Kommt, lecker, lecker essen. Der wird wahrscheinlich auch gleich gefressen, oder? Oder sind die schüchtern? Wir haben die Spendenboxen vergessen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ganz wichtig, Spendenboxen. Und Informationen stehen natürlich auch noch. Also hier eine Spendenbox hin, hier, da und dort. Dann brauchen wir natürlich, ganz wichtig, dann ein paar Mülleimer. So, und falls die Leute Bock haben, können die hier noch ein bisschen Picknick machen. Vielleicht gehen jetzt hier welche durchs Gehege durch. Geht doch mal bitte durch die... Geht doch mal ein Stück weiter. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Endlich mal jemand, der hier durchläuft. Sehr nice. Das machen wir bei den Löwen demnächst auch so. Aber wenn hier so nicht, also... Wenn hier jetzt nicht irgendwie sagen, so, ey, wow, super. Vielleicht können wir hier sogar eine Spendenbox noch einstellen, mal gucken. Ich meine, vielleicht spenden Leute ja hier was. So. Hier. Mit etwas Glück. Ich meine, so nah ist man Tieren selten, ne? Ey, ihr habt das Spenden vergessen, Jungs. Spenden! Geizige. Alle geizig. Veterinärforschung abgeschlossen. Wir haben etwas für die Rappenantilopen freigeschaltet. Und zwar müssten wir jetzt auch ein Spielzeug haben, neues. Schauen wir mal. Filter. Die Rappen. Ich sag mal Rappen. Rappenantilopen. Nee. Zumindest hatten wir es. Oh, Moment. Oh, ich dachte gerade, der ist tot schon, ey. Der macht mir Angst, ey. Liegt da am Fressen, ne? Gerade einen kurzen Moment schon gedacht, der ist hops gegangen. Aber es müsste doch eigentlich jetzt als stabiler Rückzugsort reichen, oder? Nee, stimmt, reicht noch nicht. Dann würde ich sagen, gucken wir nochmal bei den Einrichtungen. Also in dem Gehege ist das. Und zwar haben wir den kleinen Rückzugsort hier auch nochmal hin. Direkt hier hin. Mit einer extra großen Schlafmöglichkeit. Und was sagt ihr jetzt dazu? Jetzt passt es. Jetzt haben die 100% Rückzugsort. Also ich weiß nicht, wo der Unterschied zwischen dem hier ist, aber es scheint einzugehen. Oder man braucht wirklich zwei einfach. Kann was werden, wenn wir jetzt hier noch mehr Tiere reinkriegen. Das ist ordentlich dann. Wir können jetzt aber mal, um das so ein bisschen, um das noch ein bisschen schöner zu machen, ziehen wir jetzt die hier einfach mal ein bisschen rüber. So, hier hin irgendwie. So. Packen den hier hin und den Baum platzieren wir noch ein bisschen um. So hier hin. Also die scheinen wirklich gerne auf den Dächern rumzuturnen hier, ne? Moment. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass sie jetzt wieder sagen, die haben keinen Rückzugsort hier. Aber so ist halt ein bisschen versteckt jetzt hier. Und sollte dann ganz gut sein. Was wir auch noch machen können, wir können mal gucken, ob wir noch genug, wie weit die Wasserreinigung hier reicht. Ah, die reicht nicht ganz hier rein, ne? Wir könnten die aber nach hier oben hin verlegen. Wenn wir die jetzt hier nämlich umziehen lassen. Und zwar hierhin. Dann könnten wir jetzt noch theoretisch ein bisschen Wasser für die kleinen Rappenantilopen hier hinsetzen. Auch wenn sie es eigentlich nicht brauchen. Aber wir könnten halt hier so zumindest ein bisschen was, so eine kleine Möglichkeit hier schaffen. Ja, aber irgendwie brauchen die Rappenantilopen doch ein bisschen Wasser und vielleicht verdursten sie auch demnächst. Wir hoffen es nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefällt, lasst gerne ein Like da. Und wenn ihr Anregungen habt, schreibt gerne in die Kommentare rein. Woo! Euer Metalizer.